anfangen? Ja. Wenn man ach, fertig. Bitte, formuliere aus. Wenn man Sex mit der Ex hat, reitet man auf der Vergangenheit rum? Wenn man Sex mit der Ex hat, reitet man dann auf der Vergangenheit rum? Eine sehr clevere Frage. Das ist insofern interessant, als dass das mir vor kurzem passiert ist. Und das war nicht cool. Ja, im Wortspielsinn ja, aber ansonsten auch ja. ob ich sagen würde, dass ich im Ruhrgebiet geboren wurde und wie ich mit Kategorien umgehen würde, also dass man mich in so eine Ruhrgebietsschublade stecken würde. Ich würde nicht sagen, dass ich im Ruhrgebiet geboren wurde, weil ich in Wuppertal geboren wurde. Das ist im Bergischen Land, ganz einfach. Ganz einfache Kiste. Aber ich bin aus Liebe ins Ruhrgebiet gezogen. Beziehungsweise ich habe das Ruhrgebiet, dadurch, dass ich da hingezogen bin, lieben gelernt. Ich finde es hier sehr, sehr toll. Ich liebe es, dass Leute sich auf der Straße mit "Na du Arschloch" begrüßen. Das finde ich fantastisch. Ich habe ein sehr schönes Erlebnis gehabt, da habe ich noch in Dortmund gewohnt. Da war ein Typ, ging halt so auf dem Bürgersteig und dann kam ein Fahrrad, also ein älterer Herr ging auf dem Bürgersteig und von hinten kam ein Fahrradfahrer und der ältere Herr so: "Fahrradweg ist 2 Meter weiter links, du Arschloch." Und der Fahrradfahrer dreht sich so um: "Hey, du Arschloch, gibt hier keinen Fahrradweg." Und er hatte recht, es war kein Fahrradweg. Da, aber niemand war böse danach. Es war nicht so, dass der Fahrer dann so zornig weggefahren ist und die ganze Zeit geklingelt hat, um seine Hut abzureagieren. Nur damit er nicht verrückt wird. Und der alte Mann ist auch einfach ganz normal weiter. Außerdem liebe ich Currywurst. Oh, ich liebe Currywurst. Oh, ich möchte mich eine Badewanne voll mit Currywurst. Mein Traum ist eigentlich, mein Traumwochenende sind 48 Stunden lang, ich stehe in einem Raum und werde mit Currywurst so ins Gesicht geworfen. Die ganze Zeit. Das ist ein seltsames Bild, ich weiß. Das könnte auch aus einem sehr seltsamen Porno stammen. Aber ich liebe Currywurst. Und es gibt halt einfach, also ich habe viel Currywurst auch in anderen Städten probiert, und weil es meine natürliche Aufgabe auf dieser Welt ist. Und es gibt kaum eine so gute Currywurst wie hier. In Berlin nicht. Wer ist dann auch in dem Contest drin? Berlin ist mit auch Currywurst statt. Hamburg nicht so, die sind mehr so, ja, Fisch. Hier gibt's Fisch. Ich würde gern diesen norddeutschen Dialekt, dann würde ich sagen, Stormfloat, das würde ich gerne einfach zwischendurch. Achtung, Stormfloat! Und Leute ducken sich so und merken dann, verdammt, wir sind in Bochum, hier gibt's kein Meer! Ziemlich toll. Ich glaube, ich habe die Fragen einigermaßen gut umschifft. Schiffe. Ja, bitte. Wie finden deine Eltern das, was du machst? Wie finden meine Eltern das, was ich mache? Meine Mama ist so. Und mein Papa ist so. Ich wollte, dass du das Taxiunternehmen übernimmst. Nein, ich habe das Glück, dass meine Eltern sehr, sehr unterstützend sind. Meine Eltern sind so von dem Schlag: Junge, ist egal, was du machst, Hauptsache du wirst glücklich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist dann, wenn ich Heroin nehmen will? Die Leute sind sehr glücklich, aber machen sich kaputt. Hauptsache ist, du bist glücklich. Nee, meine Eltern kommen sogar manchmal zu Shows, wenn was in der Nähe ist, und gucken sich das an. Und dann sage ich immer, da sitzen meine Eltern, und dann gehen sie, weil sie das nicht ertragen können, die Aufmerksamkeit. Da war hier noch irgendwo eine Frage. Ja, bitte. Angenommen, du wärst Weltherrscher. Was wäre deine erste Amtshandlung? Angenommen, ich wäre Weltherrscher. Was wäre meine erste Amtshandlung? Meine erste Amtshandlung als Herrscher dieses Planeten wäre die komplette Sprengung der Erde. Die Gruftis in der ersten Reihe klatschen. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, ich finde es ja auch geil hier zu. Ich finde, existieren ist schon mal geil. Existenz.
Nein, meine erste Amtshandlung wäre, eine Weltregierung einzusetzen und Länder erstmal, also Grenzen wegzumachen, das ist nur noch, alle sind nur noch Erdenbürger, und dann würde ich mir ein neues Personalausweissystem ausdenken, und zwar würde ich alles daran setzen, dass Einhörner gezüchtet werden. Und mir ist bewusst, dass es viele Fehlversuche geben wird bei diesem Prozess. Es wird zwischendurch ein Hühner geben, die dann so nicht wissen wohin. Es wird Einhörner geben, wo nur so ein Horn mit noch einem Horn dran ist, wo noch ein kleineres Horn und dann so ein Fraktal sich eigentlich bildet. Und dann würde ich jedem Bürger dieser Erde würde ich ein Einhorn geben. Und dieses Einhorn ist dann der neue Personalausweis. Das heißt, man muss sein Einhorn immer mit sich führen. Und man wird über das Einhorn identifiziert. Das wäre eine viel umständlichere Welt, in der ich leben möchte. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Ja, bitte, da hinten. Du hast so gewunken, nicht? Mein Kumpel hier, der fragt mich gerade, wenn er gerne Currywurst isst und Duisburg einigermaßen okay findest, hast du schon mal die am Duisburger Bahnhof probiert und ob der dich gleich dazu einladen darf? Und okay, ich wiederhole noch einmal die Frage, falls es irgendwie, dass Leute nicht verstanden haben, was ich ja immer tue. Also, ich habe es vergessen. Nee, hier, also Duisburg ist okay, und da ich hier noch nie Currywurst gegessen habe, ob sein Kumpel hier, der neben ihm steht. Was ist auch er für ein Feigling, dass er nicht selber die Frage stellt, sondern hier stellt er die Frage, ich will gern mit dem Currywurst essen gehen, aber ich trau mich nicht. Bist du Stalker, Kumpel, der nicht mit mir redet? Ich will Currywurst mit ihm essen gehen. Und dann sehen wir mal, was der Abend noch bringt. Vielleicht zieht sich das Wurstmotiv durch den weiteren Abend. Klatsch, Duisburg. Tut mir leid, aber nein, ich kenne dich überhaupt nicht. Es wäre richtig dumm von mir, mit dir irgendwo hinzugehen und am Hauptbahnhof irgendwas zu essen ist gefährlich und auch dumm einfach, wenn man das tut. Ich bin mir sicher, es gibt in Imbissbuden an Hauptbahnhöfen Krankheiten, die noch nicht entdeckt sind. Die sind da, aber man kennt die einfach noch nicht. Und dann hat man das und geht ins Krankenhaus und die Ärzte sind so, was, was soll das? Was ist das? Die werden völlig wahnsinnig und tun einen in so ein Glas mit Formaldehyd und stellen einen ins Regal, weil das so unglaublich ist. Gruselige Ärzte. So, noch... Zum City. Klar, gib dem dicken Jungen am Ende der Show noch Essenstipps, wo er hingehen kann. Wie ich auf meine Ideen komme, das ist eine sehr alte Frage. Eine sehr, sehr alte Frage. Eine Frage, die älter ist als die Menschheit selbst. Schon bevor es Künstler gab, haben sich Leute gewundert, wie die auf ihre Ideen kommen. War sehr, sehr, waren schwierige Zeiten damals. Ursuppe. Ja, wie ich auf meine Ideen komme, wie ich auf die Ideen für die Texte komme. Ich wurde als Kind sehr oft geröntgt und